Fünf. Und weil es gerade gut passt, möchte ich Ihnen auch noch das Genussfestival ans Herz legen. Das findet jetzt am Samstag statt in der Volkshochschule Hoferland, gleich hier unten in der Ludwigstraße. Das ist für jeden offen. Eintritt ist frei, da kann man kommen. Da geht es auch um Genüsse aus der Region. Man kann was probieren, man kann sich informieren. Es gibt ein richtiges Programm, Workshops, auch was für die Kinder. Also ab 11 am Samstag vielleicht noch ein kleiner Merkposten. Lassen Sie sich überraschen. So, jetzt lüften wir das Geheimnis und kommen zur Preisverleihung. Beim diesjährigen Preisträger handelt es sich um eine Person, die den Preis auch ein bisschen stellvertretend mit für eine ganze Familie und für ein familiäres Lebenswerk entgegennehmen wird. Bei ihm standen, auch wenn es sich um den goldenen Wäschlermont handelt, den wir verleihen, da standen keine Brühwürste im Vordergrund, sondern eher die Bratwürste. Aber die sind für uns auch schon immer sehr wichtig, ne? In Hof. Also die sollen genauso zählen. Und wenn ich jetzt unseren Preisträger mal in kurzen Worten beschreiben soll, dann würde ich sagen, auf ihn trifft zu. Er ist sympathisch und konstant, unaufgeregt und freundlich, bodenständig und herzlich und qualitätsbewusst. Und er war immer da und ist auch für mich persönlich mit schon Kindheits- und Jugenderinnerungen verbunden. Unzählige Stunden haben wir Hoferinnen und Hofer, glaube ich, alle schon auch bei ihm verbracht. Und nicht nur wir, ach, Halboberfranken. Tolle Urlaubsstunden und Freizeitaktivitäten. Das verbinden wir doch immer gern mit auch kulinarischen Erlebnissen. Er hat über Jahrzehnte hinweg mit seiner Familie und mit seinem tollen Team mit ganz viel Beständigkeit und Fleiß hat er einen Freizeitleuchtturm mitgestaltet bei uns und regionale Produkte verkauft. Die Rede ist von Reinhard Grüner. Lieber Herr Grüner, Sie dürfen gern gleich zu mir.